Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerdfamilienziehen. Hi, wir sind Martin und Philipp, wir sind beides Notfallmediziner und wir machen hier Videos für medizinisches Fachpersonal. Heute geht es wieder über das Thema Reanimation und speziell ein ganz heikler Aspekt, nämlich Abbruch oder gar nicht Beginn von Reanimationsbemühungen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, sage ich gleich mal am Anfang. Und wir haben versucht, unsere persönlichen Erfahrungen da einfließen zu lassen und das so ein bisschen zu strukturieren, was da durch unseren Kopf geht und das Ganze ein bisschen einzuordnen. Philipp, fangen wir gleich mal an. Wenn es um Reanimation geht, welche Bedingungen müssen überhaupt erfüllt werden, wenn wir reanimieren? Wir gehen jetzt ganz dumm gesagt jetzt nicht auf den Friedhof, graben jemanden aus und reanimieren den, weil der tot ist. Ja, genau. Also was sind so die harten Grundbedingungen eigentlich? Genau, die Einstiegskriterien übrigens in jede Behandlung sind, erstens, dass die medizinische Sinnhaftigkeit gegeben ist. Indikation also, quasi. Genau, also die medizinische Indikation muss da sein und aber auch die Sinnhaftigkeit, das muss irgendwie auch eine Prognose für den Patienten dahinter stehen. Mhm. Auf der anderen Seite muss aber auch der Patient in diese Behandlung einwilligen. Okay. Mhm. Das ist ganz wichtig, und zwar der Patient und nicht seine Angehörigen, sondern der Patient muss da rein einwilligen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und was ich auch vorausschicken will, ist, es wird hier kein Schwarz und Weiß geben in diesem Video. Wir haben uns auch lange Zeit überlegt, ob wir das Video überhaupt machen, weil man da eben nur so diffuse Aussagen machen kann. Aber wir haben uns dazu entschlossen, weil es ist trotzdem eine ganz häufige Frage in der Praxis. Man muss sich dieser Frage einfach stellen. Das heißt, es bringt nichts zu sagen, da kann man nichts Genaues zu sagen, machen wir kein Video zu. Wir wollen euch zumindest Hilfestellung geben und unsere Meinung so ein bisschen dazu äußern, aber wie gesagt, schwarz und weiß und klares Ja und Nein gibt es hier kaum. Im Endeffekt muss die Person, die vor Ort die Verantwortung hat, ja, meistens wird das der Arzt oder Ärztin sein oder Notarzt oder Notärztin sein, je nachdem, wo man jetzt gerade ist, diese Person, die Verantwortung hat, muss die Verantwortung auch übernehmen. Und darauf kommen wir jetzt gerade nochmal in ein paar Aspekten drauf zu sprechen. Okay, Philipp, jetzt zeichnen wir ein paar Szenarien und einfach, welche Gedanken gehen dir da zum Beispiel durch den Kopf, wenn du in so ein Szenario kommst. Also das erste Szenario ist relativ klassisch. Du kommst als Ersteintreffender jetzt quasi mit deinem Team, von mir aus auch gleichzeitig mit dem RTW an und es ist offensichtlich eine Reanimationssituation. Was wären Gründe für dich, dass du sagst, oder wo denkst du darüber nach, die Reanimation überhaupt nicht zu beginnen? Mhm. Also einmal Situation nicht beginnen wäre, wenn ich zum Beispiel in ein Setting in einem Pflegeheim komme, sehe von mir einen schwerst pflegebedürftigen Patienten, da gibt es diesen Frailty Score, der letztlich die Gebrechlichkeit vom Patienten abbildet, gepaart auch noch mit einem hohen Patientenalter zusammen, da weiß man einfach, mit desto höher die Gebrechlichkeit ist, in Studien übrigens schon eine sehr geringe Gebrechlichkeit, ist mit einer sehr schlechten Prognose nach der Reanimation einfach assoziiert. Okay. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe, der ist bettlägerig, der hat das Bett schon seit Jahren nicht mehr verlassen, ist auch schon im fortgeschrittenen biologischen Alter, dann muss man sich zumindest ein großes Fragezeichen stellen, macht das hier jetzt medizinisch Sinn? Okay. Mhm. So, die andere Sache ist, wie ist denn die Reanimation gestartet worden? Also war das ein beobachteter oder ein unbeobachteter Kreislaufstillstand? Mhm. Das ist ja ganz unterschiedliche Sachen. Ist jetzt zum Beispiel die Pflegekraft im Pflegeheim beim Rundgang in den Raum reingekommen und der Patient hat nicht geatmet. Also unbeobachteter Kreislaufstillstand, immer eher schlechtere Prognose. Wenn dann auch noch eine primäre Asystolie vorliegt, noch schlechtere Prognose. Dann auch noch ein hohes Patientenalter und hoher Frailty Score, noch schlechtere Prognose. Ja, das sind also alles Faktoren, wo das Fragezeichen dann immer größer wird. Genau, also so habe ich auch das Gefühl, es gibt nicht einen Faktor, wo man sagen, okay, Pflegeheim ist gleich, wir reanimieren auf gar keinen Fall oder Leute über 75 oder welches immer Alter man da jetzt nehmen möchte oder 80 oder 95 oder 60 oder 20, keine Ahnung, aber also wir haben nicht einen Faktor, sondern wir sammeln quasi Faktoren in die eine oder in die andere Richtung. Genau. Philipp, was ist denn, früher hat man mir mal gesagt, also Leute mit einer Krebserkrankung, die reanimiert man nicht. Das kann ich mich noch erinnern. Tatsächlich habe ich das in meiner Sanitäterausbildung mal diskutiert. Ja. Ist ja heute nicht mehr ganz so, oder? Nee, also weil erstens Krebserkrankungen, Tumorerkrankungen gibt es ja ganz gutartige, die überhaupt gar keine Lebenszeitverkürzung hervorrufen.
Aber selbst metastasierte Tumoren, die Onkologie entwickelt sich ja extrem weiter. Checkpoint-Inhibitoren haben zum Beispiel beim malignen Melanom mit Metastasen das Überleben deutlich verlängert. Mhm. Das heißt, das, was noch vor 4, 5 Jahren aktuell war, an sehr, sehr schlechter Prognose, hat sich mittlerweile deutlich gebessert. Und ein ganz wichtiger Punkt, den du ja immer wieder anführst, ist, man sieht dann auf dem Brief, da steht dann metastasiertes Bronchialkarzinom, palliative Therapie. Ne? Dieses Palliativ bedeutet nicht, dass der Patient aufgegeben und verloren wurde. Es bedeutet nur, der Tumor kann nicht mehr geheilt werden, aber man versucht trotzdem noch mit der Therapie unter Umständen die Lebenszeit zu verlängern. Also nur das Wort Palliativ isoliert ist sicher kein Grund, eine Reanimation gar nicht erst zu beginnen oder abzubrechen, sondern man sollte schon das Gesamtbild sehen. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich endgradige Erkrankungen, bei denen eine Reanimation dann einfach keinen Sinn mehr macht. Zum Beispiel, wenn er wirklich der Patient höchst palliativ mit metastasiertem Karzinom ist, schon kachektisch ist und vielleicht auch nach Hause gegangen ist zum Sterben und kommt eigentlich in eine Überlastungssituation der Familie mit hinein, dann sollte man das auch frühzeitig identifizieren. Und selbiges gibt es übrigens auch nicht nur bei Tumorkranken, sondern auch bei hochgradiger Herzinsuffizienz oder endgradiger COPD. Das sind genauso lebenszeitlimitierende Erkrankungen, die in der Endstufe einfach unweigerlich dann irgendwann zum Tod führen. Also ganz viele Organerkrankungen, ne? Ja. Leberzirrhose und so weiter. Ja. Ich glaube, der Vorteil ist, dass häufig, wenn das Wort Palliativ in irgendeiner Form erwähnt wird, gibt es meistens schon eine Planung, wie man mit solchen Situationen umgeht. Häufig habe ich das Gefühl, dass viele Systeme da eben nicht nur das Wort palliative Chemotherapie reinschreiben, sondern ein Rundum-System haben, wo eine ambulante Palliativversorgung ist, wo es noch mehr gibt. Da würden wir euch auch nochmal ein bisschen was verlinken in den Shownotes zu dem Thema. Okay, das heißt, es gibt so ein paar Aspekte, wo du sehr drüber nachdenkst, überhaupt eine Reanimation zu beginnen. Jetzt ist aber eine Situation, wo vielleicht eine Reanimation zum Beispiel durch Pflegepersonal vor Ort oder durch Leute auf der Straße oder wen auch immer quasi oder Angehörige begonnen worden ist. Auch da habe ich tatsächlich das in meiner Ausbildung ein paar Mal irgendwie erlebt oder dass es so Varianten gibt, eigentlich möchte man nicht reanimieren, hat viele von diesen Punkten, die da drauf sind. Man sagt, naja, aber man reanimiert so ein bisschen reanimieren und wir sammeln dann mal Informationen. Auf Englisch heißt das dann Slow Code. Klingt cool, ist es cool? Überhaupt nicht. Okay. Also ein Slow-Code oder eine halbherzige Reanimation sollte man auf gar keinen Fall machen. Okay. Wenn man in eine Situation reinkommt, man kann noch keine Entscheidung treffen, wie jetzt weiter vorzugehen ist, dann sollte man erst einmal eine Reanimation machen. Die kann man ja danach noch abbrechen. Aber halbherzig dann so ein bisschen zu drücken oder sowas, das ist einfach Mist. Weil wem gibt man damit ein gutes Gefühl? Niemanden. Wenn ihr Zeit braucht, die Reanimation noch ein bisschen oder weitere Entscheidungspunkte zu finden, dann zumindest vernünftige BLS-Maßnahmen durchführen, also eine adäquate Thoraxkompression, den Patienten adäquat beatmen und auch eventuell eben defibrillieren, weil sonst hat er sowieso von vornherein überhaupt gar keine Chance mehr, ein sinnvolles Überleben zu haben. Ihr habt die Entscheidung dann nämlich ja eigentlich schon getroffen, ihr wollt sie nur noch nicht kommunizieren und das muss man sagen, ist aber eure Verantwortung. Genau. Das müsst ihr einfach dann in dem Augenblick vertreten. Oder eben, ihr könnt es auch noch nicht vertreten, dann aber vernünftig reanimieren, no slow code. Genau. Das ist, finde ich, ein klares Statement und da muss ich jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Philipp, jetzt kommen wir in die Situation, die vielleicht fast die häufigste und finde ich auch fast die schwierigste ist, nämlich der Abbruch einer Reanimation. Und ich meine, wir alle kennen die Situation, es läuft irgendwie eine Reanimation, es kommt so der ergraute Oberarzt ins Zimmer, zieht die Augenlider hoch, sagt, ja, weiter Lidstraumpupillen, ich glaube, da können wir jetzt aufhören. Jetzt kann man gleich kurz sagen, ist Quatsch, ja? Weil erstens, weiter Lidstraumpupillen sind kein, vor allem isoliert überhaupt kein Kriterium für schlechtes Outcome. Und wenn man genug Adrenalin gibt, werden alle Pupillen mal relativ weit und lichtstark. Aber es gab da doch mal diese TOR-Kriterien, Termination of Resuscitation. Da haben die neuen Leitlinien, die ja sogar noch ein bisschen abgeschwächt, die waren ja schon schwach. Was denkst du dazu? Was gibt es für Punkte? Wie gehst du damit um? Abbruch von Reanimationen? Ja, also das ist ein super wichtiger Punkt, weil das ist ja in der Praxis tatsächlich extrem kontrovers diskutiert. Warum ist man von den TOR-Kriterien ein bisschen abgewichen? Weil jedes Kriterium für sich einzeln und auch die Kombination einzelner Kriterien trotzdem kein fatalistisches Outcome festlegen.
Trotzdem sind sie aber mit einem eher schlechteren Outcome assoziiert. Was bedeutet das jetzt? Mhm. Ein Patient zum Beispiel, der die ganze Zeit während der Reanimation ein niedriges ETCO2 hat und eine Asystolie, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit, dass der da gut rauskommt, enorm niedrig. Aber natürlich gibt es auch Patienten, die aus so einer Situation dann eben doch rauskommen, auch mit einem guten Überleben. Deswegen kann man, und das ist ganz klar, in den generell gültigen Leitlinien nicht sagen, mal, wenn diese Faktoren erfüllt sind, hört es sofort auf. Und dann würde man nämlich einen gewissen Anteil an Patienten einfach so aufgeben, die vielleicht rettbar wären. Und wenn, hätte man nur Kriterien, wenn man das wissenschaftlich hardcore durch exerziert, dann würde man sagen, nach 3 Stunden Reanimation mit Asystolie kommt niemand gut raus, aber dann sind die so weit weg von der Realität, dass sie auch niemandem helfen. Also da, auch wenn wir ein bisschen enttäuscht waren von den Leitlinien, muss man schon verstehen, wenn man da jetzt richtig auf die Evidenz schaut, ist es schwierig, so ein ganz klares Regelwerk zu generieren. Genau, und da muss man sagen, die Leitlinien sind ja meistens zumindest europaweit gültig. Es gibt auch in Europa ganz viele verschiedene ethische Sichtweisen in den verschiedenen Ländern, so wie wir die auch interindividuell haben. Das heißt, der eine sagt, eine Reanimation macht keinen Sinn, wenn nur 1% des Patienten gut überleben würde. Der andere sagt, das macht natürlich noch Sinn, erst bei 0,01% und so weiter und so fort. Deswegen sind die Leitlinien da so diffus. Aber ich kann euch eine gute Nachricht geben. Trotzdem gibt es natürlich Prädiktoren, die für ein sehr, sehr schlechtes Outcome sprechen. Und die sollten wir dann auch nicht kleinreden. Ja, das ist zum Beispiel der Patient, wie schon gesagt, mit einer sehr, sehr hohen Gebrechlichkeit. Das ist zum Beispiel die durchgehende Asystolie, auch nach ACLS-Maßnahmen über 20 Minuten. Das ist der niedrige ETCO2-Wert durchgehend während der Reanimation. Das ist auch irgendwie so ein bisschen der Pupillenbefund, wobei den würde ich ehrlich gesagt persönlich am allermeisten mal abtun. Aber das sind natürlich relevante Punkte und auch die unklare Liegedauer, das ist ein Prädiktor, den kann man nicht einfach wegdiskutieren. Das sind aber alles Mitentscheidungspunkte, die dann für mich zu einem Gesamtbild werden und dann im individuellen Patientenfall eben abgewogen werden müssen. Und glaube ich, genau darum geht es. Man kann das eben nicht sehr, sehr generalistisch sagen. Man kann nicht sagen, die und die und die Kriterien sind erfüllt, ihr hört auf, sondern man sollte sich einfach individuell nochmal kurz Gedanken machen. Okay, jetzt haben wir auch auf der Webseite in den Shownotes nochmal diese ganzen Punkte nochmal aufgelistet. Auch da wird sich, glaube ich, eine Checkliste irgendwie, also nicht im Sinn von abhaken, aber im Sinn von durchgehen existieren. Je mehr dieser Kriterien da quasi erfüllt sind, desto wahrscheinlicher ist ein super schlechtes Outcome und desto eher macht eine Reanimation auch medizinisch dann keinen Sinn mehr. Das ist jetzt der eine Punkt. Aber Philipp, was sagst du denn jetzt? Also das klingt ja alles super individuell. Was sagst du jetzt deiner jungen Assistenzärztin, die im 3., 4. Weiterbildungsjahr ist, die entweder draußen Notarzt fährt oder von mir aus im Schockraum jetzt eine Reanimation allein leitet? Was gibst du dir an die Hand? Hast du da irgendwas, was du den Leuten an die Hand gibst? Irgendwelche Tipps, wie sollen die mit so einer Unsicherheit umgehen? Ja, die wichtigste Antwort ist, ihr müsst die Verantwortung einer Entscheidung einfach übernehmen. In der Notfallmedizin gibt es eben nur mal selten schwarz und weiß. Häufig sind wir in so einem Graubereich. Wenn ihr eine Entscheidung trefft, dann wird man häufig retrospektiv dann nochmal darüber diskutieren können. Und das müsst ihr einfach für euch so akzeptieren. Ja? Und mit diesen Selbstzweifeln auch irgendwie leben, aber wissen, dass auch der erfahrenste Notfallmediziner, die erfahrenste Notfallmedizinerin vielleicht nicht anders gehandelt hätte. Ihr müsst einfach in der Situation mit limitierten Ressourcen irgendeine Entscheidung treffen. Da finde ich aber diese Listen ganz gut, weil die eben einen von diesem Gefühl befreien, so diesem Gefühl, ja, das bringt ja eh nichts oder hätten wir nicht vielleicht doch. Und wenn man dann das dann doch objektiviert anhand einiger Kriterien, kann man damit vielleicht auch besser umgehen. Wie bindest du denn das Team ein? Ja, genau, und zwar das Team. Was ich versuche immer zu machen ist, ich versuche auf keinen Fall die Verantwortung von mir ans Team abzuwälzen. Ja? Mhm. Weil das wäre einfach unfair, wenn ich ins Team reingucke und sagen würde, naja, also ich würde jetzt hier abbrechen, siehst du das auch so? Und dann will ich eigentlich die Entscheidung nicht so richtig selber treffen. Deswegen versuche ich das anders zu kommunizieren. Ich sage, also wir haben jetzt hier die und die und die Situation. Aus meiner Sicht, ich würde jetzt die Reanimation abbrechen. Haben wir noch etwas übersehen? Mhm. So, und dann, vielleicht hat man ja tatsächlich was übersehen. Das mag ja gut sein. Ja. Und das andere ist, ich versuche immer einen klaren Plan zu formulieren. Ich versuche nicht ganz plötzlich zu sagen, so und jetzt hören wir die Reanimation auf, sondern ich versuche zu sagen,
Passt mal auf, die Situation sieht folgendermaßen aus. Die Prognose ist vermutlich nicht so gut. Folgendes machen wir jetzt noch. Wenn das nicht erfüllt ist, dann hören wir auf. Ist das für alle soweit okay? Und dann kommt man eben zu dem Punkt und dann trifft man auch eine ganz klare Entscheidung. Das Wichtigste, was ich den Leuten immer versuche zu sagen, ist, ihr braucht einen Plan. Das Schlimmste ist, wenn man keine Verantwortung übernehmen will, irgendwie planlos, ziellos was zu machen. Dann zu sagen, ah ja, jetzt haben wir den Patienten hier im Pflegeheim schon eine halbe Stunde reanimiert, durchgehende Asis für die unklare No-Flow-Zeit, aber ja, gibt kein DNR, DNI, also unklar, jetzt transportieren wir den Patienten einfach mal in die Klinik und dann sollen die halt nochmal gucken. Das ist Quatsch. Ja? Das ist eine reine Verantwortungsverschiebung und ehrlicherweise, das ist aus meiner Sicht ein No-Go. Aber was man genauso gut auf der anderen Seite machen kann, dass man sagt, ich bin jetzt im Pflegeheim, der Patient hat eine Asystolie, aber aus den und den Gründen halte ich die Reanimation noch nicht für aussichtslos und deswegen, klar kommunizierte Punkte, entscheide ich mich zum Transport. Und wenn man die klar auch für sich kommunizieren kann, auch ans Team kommunizieren kann, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also für sich selbst klar argumentieren, warum übernehme ich jetzt die Verantwortung für jeden und jeden Weg, das versuche ich den Leuten eigentlich immer klar zu machen. Und vielleicht auch genau, was ist auch mein Ziel, wenn ich zum Beispiel transportiere. Ne? Also was will ich jetzt in der Klinik haben? Und wenn man dann draufkommt, eigentlich geht es nur darum, dass nochmal jemand sagt, nee, das macht jetzt keinen Sinn, dann ist das auch ethisch, glaube ich, nicht in Ordnung, da jemanden jetzt noch eine halbe Stunde zu reanimieren, nur um da das noch dazu zu bekommen, sondern wenn man eine klare Aufgabe, einen klaren Auftrag hat, irgendwas, was man selber nicht erfüllen kann, technisch oder so, dann ist das was für ein Transport in die Klinik. Das heißt, Philipp, ich fasse für mich zusammen. Das Problem an Abbruchreanimation oder Beendigung von Reanimation, es gibt kein ein hartes Kriterium, außer jetzt nicht überlebbare Verletzungen, aber das ist, glaube ich, jetzt sowieso jedem klar. Aber es gibt Sachen, die vor allem in Kombination zunehmend dazu führen, dass das Outcome nicht nur wie bei einer Reanimation generell schon ziemlich schlecht ist, sondern so schlecht, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Maßnahme indiziert ist. Und dass eine Reanimation, die auch sehr traumatisch ist, ja, also erstens für den Körper, den man da reanimiert, als auch für alle Umstehenden sehr traumatisch sein kann, dass man diese Reanimation auch nur dann weiterführen darf, ja, wenn man irgendein Ziel sieht und eine medizinische Indikation. Die Verantwortung kann man nicht abgeben, gerade als Arzt oder Ärztin in der Notfallmedizin. Wenn man in so eine Teamleaderrolle kommen kann, muss man sich damit beschäftigen, dass man diese Verantwortung tragen muss. Aber auch da hilft es, dass man sich diese Kriterien anschaut und dann nicht nur auf ein vages Gefühl oder eine Situation oder die Wohnung oder auf irgendeinen Eindruck quasi verlässt, sondern einfach ein paar Punkte hat, an denen man sich entlanghangeln kann. Und man kann das Team und soll das Team einbinden, aber nicht in dem Sinn, dass man jetzt die Verantwortung auf den Rettungshelfer, der gerade den zweiten Tag Praktikum mitfährt, auf den abwälzt, dass der das Gefühl hat, ich habe jetzt entschieden, sondern aber, dass man das Team einbindet und so ein bisschen Informationen rauszieht und sagt, haben wir was vergessen? Ist das für alle soweit das Vorgehen soweit in Ordnung oder gibt es jemanden, der da jetzt ganz eine andere Sichtweise hat? Das hilft, glaube ich, auch in der Akutsituation damit umzugehen, als auch das zu verarbeiten, weil solche Situationen sind ja trotzdem auch potenziell belastend für uns. Echt wirklich herausforderndes Thema. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was ihr alle dazu sagt. Schreibt uns gerne eure Situationen, auch vielleicht Situationen, die nicht so gut gelaufen sind oder die euch noch längerfristig belastet haben. Da übrigens immer, wie bei allen Sachen, unbedingt auf den Datenschutz achten. Das darf nicht nachverfolgt werden, aber da ist jeder selber verantwortlich. Und was haltet ihr davon, wie wir das für uns persönlich strukturieren? Vielleicht habt ihr sogar noch schlaue Ideen, die wir da mit einbringen können. Teilen und liken, jetzt habe ich es endlich mal gesagt. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal bei Nerdfamilien. Ciao.